Das ist ihre erste Begegnung mit Hillcrest. Es beginnt hier. Ein Kind, das dieses Foto sieht, findet sich dort nicht wieder. Es sieht drei weiße Jungs. Mehr Diversität wird gemacht. Perry erfährt so, dass er in Yale genommen wurde. Und alle so, oh mein Gott, wie geil, Mann. Geile Scheiße, ja, Mann. Ich stehe hier, ich bin ein menschliches Wesen, genauso wie er. Und ich stehe verfickt nochmal hier. Ich höre zu, die ganze Zeit. Aber ich habe keine andere Wahl, als zu reden. Der kleine Charlie, den die Welt auf einem Silbertablett gereicht wurde, der hat nicht den Kaviar bekommen, den er bestellt hat, und muss sich jetzt mit Entenleberpastete zufrieden geben. Sieht so aus, als hätten wir erfolgreich einen Republikaner großgezogen. Er ist verletzt. Er wollte was haben und er hat wirklich hart dafür gearbeitet. Er möchte Möglichkeiten für sein Leben haben. Und ich möchte das auch. Er wurde zurückgestellt, das heißt, wir müssen abwarten. Nee, ich glaube nicht, dass es Perrys positive Haltung war, wegen der er in Yale genommen wurde, aber... Er stand einfach da und hat angedeutet, dass Perry es nicht verdient hat, in Yale genommen zu werden. Und du hast zugelassen, dass er es sagt. Du musst dich entscheiden, was für ein Mensch du sein möchtest. Ich habe irgendwie meine Bewerbung zurückgezogen. Du hast deine Bewerbung widerrufen? Sag mal, du willst die Welt verändern, dann ändere sie. Aber ändere sie nicht, indem du dich aus dem Rennen nimmst. Ich habe ihn bis zu seinem 18. Lebensjahr durchgebracht. Jetzt ist er auf sich selbst gestellt. Es macht euch glücklich, wenn ihr die Welt zu einem besseren Ort machen könnt, aber nur, solange es euch nichts kostet.